Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Knights of Azure. Wie es aussieht, funktioniert das Video so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also können wir jetzt erstmal weitermachen mit dem Spiel und da bin ich auch sehr froh drum. Ja, verrückt. Das war jetzt nochmal ein Event. Also, okay. So. Das mit den Briefen ist mir lustigerweise erst später aufgefallen. Eigentlich war ich da zugange und... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Das hier ist blind, das ist doch irgendwie interessanter für mich, sag ich mal. Weil das kenne ich tatsächlich jetzt nicht. Den Rest kenne ich halt schon. Deswegen machen wir erstmal das. Gucken wir mal. Den habe ich mir nochmal gemacht. Der hilft mir also nicht. Also ja, ich habe mir noch einen... Aus dem letzten Video, das sieht man halt nur wieder nicht. Ich habe mir einen komischen... Mesosaurus, oder wie der jetzt hieß, gemacht. Also auf der Ebene sind wir gut. Da haben wir was. Kann man arbeiten. Ansonsten sind wir halt unsere Tierchen am Trainieren. Jetzt frage ich mich, ob das Event tatsächlich hier unten in der Kanalisation, beziehungsweise in dieser... Das hier ist ja keine Kanalisation mehr, das hier ist ja schon direkt ein, Friedhof. Ob das hier auch tatsächlich stattfindet. Oder ob ich eigentlich woanders hingehen müsste dafür. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ich meine, hier findet ja ständig eigentlich irgendwas statt, aber nie so wirklich... ausschweifen, wie es vielleicht ganz interessant wäre, sag ich mal. Central Station ist, glaube ich, wieder falsch. Aber ich habe ja leider keinen Überblick wirklich, wo ich hin soll. Housing. Das kann ich mir ja auch nicht angucken. Szenario. Sewer Market Entrance. Collect blood while you search for the key as the maiden has said bring. This. Ach so. Ah. Das ist also die Level-Up-Quest. Das ist schön. Sewer Market Entrance. Das heißt. Eigentlich sind wir ja hier komplett falsch. Bei der Market Entrance ist, glaube ich, komplett andersrum. Wo ich jetzt wieder nicht hinkomme oder so. Oder? Blut und so alles hätten wir ja. Das ist ja nicht das Problem dabei. Jetzt bleibt die Tür zu, ja. Verdammt, ich noch eins. Ja, jetzt wo ich weiß, wo ich hin soll, ist okay, kann ich mitarbeiten, aber. Hätte ich mal vorher lesen sollen. Was soll ich sagen? Ich bin nicht der beste Leser. Oder um genau zu sein. Manchmal müssten sie es besser hinschreiben und wir müssten besser lesen. Also eigentlich nur ich. Aber ja, da haben wir ihn wieder, den Mesosaurus. Ich glaube, den neuen kleinen Mesosaurus. Gut, ich glaube, da muss ich halt nur andersrum gehen, dass wir zum Market Entrance kommen. Ja, ich war mich bei dem Bosskampf, den wir jetzt noch nicht gesehen haben, traurigerweise. Sehr am Beschweren, dass das Ding... Ja, unmöglich ist er nicht, aber es ging mir darum, es ist Bullshit, dass ich mich immer noch nicht aufleveln darf. Ich hätte diesen Bosskampf dann auch fast gewonnen mal, aber sagen wir mal einfach so, es ist sehr, sehr giftig dabei. Der Boss wird sehr, sehr giftig. Dafür habe ich mir auch was gefarmt gehabt, nämlich ein Spirit Shield, also ein Geisterschild, wenn man es jetzt unbedingt übersetzen möchte. Im Gegensatz zu diesem bösen Spirit Shield bleiben unsere SP unangetastet. Wir kriegen mehr Energie, HP und sind immun gegen alle Statusveränderungen. Yoshi, makasetazo.
Ja, toll. Ich verlasse mich auf dich und das Ding ist weg. Hallo? Ich meine, es ist okay, da drüben soll es ja dann wohl sein, aber. Ich verlasse mich auf dich und weg ist sie. So viel dann halt immer dazu. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Meinung. Was lebt denn da noch? Krieg ich ja meistens gar nicht mit, dass da kleine Viecher bei dem und dann kommt. Ah, da lebt doch einer. Ja, okay. Ist ja gut. Ja, bei Mau. なるほど。お前たちが2通の指令書に絡んでいたんだな。オッケー。Soll er mal versuchen, halt. Ah. Ja. Nani ga okashii? Das würde man nicht machen. Der Schlüssel ist jetzt die Laterne. Okay, ich weiß, das kommt ein bisschen rüber wie totales Durchgeklicke, aber man hat alles gehört. Und damit kann ich jetzt also endlich mein blödes Level-Up machen. Was ich seit. Ja, seit. 3, 4, 5 Parts machen wollte. Ich meine, ich habe dafür Blut gefarmt wie ein Bekloppter. Und dann durfte ich nicht. Ja, warum so. Das klang so überrascht. So, ja, du bist da? Ja, natürlich ist sie da. Jetzt würde ich nur gerne wissen, was der Schlüssel ist. ここに案内したかったんだな。何甘えてるんだか。Das sagt sie, glaube ich, jedes Mal, ne? Ich weiß nicht, warum du dich aufführst wie ein kleines Kind. 私を呼び出したのは、ここご覧なさい。揚力がみなぎってる。いや、違うな。なんだ、この感じは。Was soll ich sagen? Mit all den Sachen und Blut. Vergiss Blut nicht. Blut ist immer so eine Sache. Man kann zwar sagen, ja, ist jetzt nicht unglaublich, aber Blutschwertform. Blutschwertform? Was ich vorher schon. Nein, nee, es war Dämonenschwert, ne? Ah, Blutschwertform. Blutschwert-Erfahrungspunkte. Klingt jetzt schon mal ziemlich gut. Ich sagte aber auch im letzten Video, ich werde sehr viel Zeit investieren müssen, um mal alle Skills etc. freizuschalten. Nicht, dass das unbedingt immer wichtig wäre, aber. Ich würde es schon ganz gerne haben. So haben wir jetzt eine Blutschwertform. Unverwundbarkeit, Zeit finde ich auch immer gut. Ich mein, unverwundbar, ne? Und Zeit. Zwei meiner Lieblingswörter. Naja, Zeit eigentlich nicht. Zeit ist furchtbar. まるで春の雨みたいだ。魔剣ヨルドのよりしろのようですね。なるほど。
Ja, bei der Menge an Blut, die ich ihm gebracht habe, da kann er gleich denken, ich bin der größte Dämon aller Zeiten. Wow, ich lag sogar richtig. Das war nicht ernst gemeint, aber cool. Du bist der Meister von Yoth, dem Dämonenschwert. Du kannst nun auswählen Waffenwechsel Dämonenschwert Yoth.時間みたいだね。魔剣ヨルドが鍵となり、あなたに宿る青い血の力を解放します。それ期待していますよ。うん。これまでの聖騎士は皆魂を夜に蝕まれ、闇に落ちました。エージェントアーネス。 Kommt ein bisschen spät, weil im Ende haben wir schon die ganze Welt verflucht im Prinzip. Aber ey, ist ja egal. Danke.魔剣に選ばれたよ。魔剣ヨルドを目覚めさせたのですか。さすがお嬢様でございます。魔剣ヨルドは純血の妖魔たちにも有効と言われています。必ずやお嬢様の助けになることでしょう。魔剣を手にした時、ちっとも嫌な感じがしなかった。 春の雨みたいに優しくて、それでこんなのおかしい。夜の力を優しいと思うなんて。お嬢様、時々自分で自分が分からなくなるんだ。私はまだ人間なのか人間じゃないのか。初めてお目にかかった時、 お嬢様はこうおっしゃいましたね。自分のあるじは自分だと。信じる道をまっすぐにご自分を貫き、リュリーティス様を一途に守ってらっしゃる。今も昔もお嬢様はお嬢様です。支配人。さあ、温かいうちにどうぞ。 Ja, das lief doch schon mal gut. Ihr werdet sehen, wenn das Schwert tatsächlich so funktionieren soll, wie es gerade hieß, von wegen Reinblutdämon, dann wird das eigentlich eine sehr, sehr gute Waffe sein für das, was jetzt noch kommt. Jetzt weiß ich halt nur nicht, ob tatsächlich ich diese Mission hätte schon annehmen können, bevor wir gegen den Dämonen dort selbst gekämpft hatten. Aber egal. Weil prinzipiell, da kann ich es mal kurz zeigen, Spirit Shield, wir haben Vlad's Crest, das ist gerade unsere Ausrüstung. Genau, das ist die Aufgabe, es wäre ein Reinblutdämon da. Deswegen sage ich ja, es ist halt irgendwo noch wichtig. Blutschwert. Achso, ja klar, und die Blutschwertform kriegen wir einfach sofort. Dann meistern wir das doch schon mal.
das meist noch mal direkt mit. Soweit ich weiß, haben wir ja jetzt... ja, 470.000 Blut. Das ist natürlich die Frage, wie ich das machen muss. Dass wir diese Waffe auch benutzen, das werden wir aber rausfinden. Ja, das ist der stärkere Mesosaurus. Erkennt man immer schön daran, dass sie eigentlich stärker aussehen, ne? Ja. Dann würde ich sagen, mache ich eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder im Schrein des Leids. In den werde ich jetzt dann nochmal mit euch durchqueren, alles zeigen. Auch in jede Falle reintappen. Aber das wird nicht blind sein. Willkommen zurück. So. Oder ich willkommen zurück. Jedenfalls sind wir wieder hier. Jesus. So, das ist jetzt der Schrein des Leids auf, ich könnte jetzt sagen, der höheren Stufe, aber darum geht es eigentlich gerade gar nicht. Der Punkt ist eigentlich, wir müssen hier nur komplett durch. Wir müssen komplett wieder zurück ins Boss-Areal, das sei mal direkt gesagt. Also haben wir eine Menge Weg vor uns. Und falls es tatsächlich jemand interessiert, ich musste doppelklicken. So, hier haben wir das Vergnügen. Ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich besser. Hier haben wir das Vergnügen mit einem Mimic. Der Mimic ist aber ziemlich interessant, wenn ihr das Schild farmen wollt, was ich da geholt habe. Denn er ist direkt am Anfang des Gebiets hier. Und ist dadurch im Prinzip direkt so ein prima Farmteil. Das muss man mal dazu sagen. Er dauert ein Weilchen, er ist aber nicht sonderlich gefährlich. Und sobald ihr ihn besiegt habt, kriegt ihr haufenweise gute Items. Also habt ihr hier prinzipiell so die Wahl, was ihr machen wollt. Ob ihr jetzt farmen wollt oder nicht, müsst ihr halt alles nicht. Das sollte vielleicht... erstmal beim Hammer bleiben. Der Hammer mit seinem Stun-Feature ist halt prädestiniert immer noch für mich, um einfach hier durchzupowern, aber muss man halt nicht benutzen. Ihr seht ja, prinzipiell kann unser Steel Hellion, also unser großer, schwerer Freund, hier genauso gute Arbeit leisten. Oder man sieht zum Beispiel auch, dass die kleinen Puppen jetzt schon wieder tot sind. Ist halt so, die Gegner hier sind tatsächlich sehr, sehr stark und sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Gleiches gilt für den Boss. Und ihr werdet auch sehen, warum ich unbedingt einen Spirit Shield haben möchte. Ich bin mal gespannt, ob ich den Kampf hinkriege. Ich kann euch nur sagen, für diejenigen, die es interessiert, ich bin bei dem Bosskampf 3-4 Mal schon gestorben. Es ist für mich kein angenehmer Kampf, aber er ist halt da und er wird gemacht. Weil wir den brauchen fürs optimale Ende halt, ne? Das würde ich wahrscheinlich ignorieren, würde ich sagen. Okay, nein. Ich habe leider immer noch... leider. Ich habe immer noch den Anspruch, eigentlich, wenn ich schon etwas LP'e, dann eigentlich zu 100%. Jetzt ist halt so die Sache bei Blind-Spielen wie dem hier... wie mache ich da 100%, wenn ich nicht nachgucke? Ja, ich gucke dann schon irgendwann mal nach. Aber ich versuche, das Spiel so gut es geht blind zu spielen. Nicht zu gucken, alle 2 Sekunden. Ah, wo ist denn hier das und das? Und das Item brauche ich oder wie auch immer. Diese Spirit Shield Farm Methode ist mir auch selber eingefallen. Da ist natürlich jetzt... ihr hättet es theoretisch gesehen im Video, aber das Video war ja leider korrupt. Ich sagte noch im Video, weil ich wieder zu viele Items hatte und einfach mal auf gut Glück alles verkauft habe. Wirklich alles. Jedes Item, was ich jemals hatte, verkauft. In einem Augenblick. Sind ja nur 250 Dinger oder so. Gab gut Geld, um Gottes Willen, aber... sagte ich noch im selben Atemzug, wenn ihr das hier attackiert, dann... erlebt ihr insofern eine böse Überraschung, weil das Viech damit rauskommt. Das darf man halt nicht unterschätzen. Stunlocken halt, ne? Stunlocken. Immer wieder Stunlocken, sag ich ja.
dann geht's auch relativ zügig drauf. Aber ihr müsst halt wirklich drauf achten, dass ihr hier ein bisschen Schaden raushaut. Das ist auch nicht der einzige, denn hier oben steht auch nochmal einer davon. Das dazu. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich sagte noch im selben Video, das wird da zurückkommen und mich voll in den Arsch speisen, dass ich gerade einfach alle Items verkaufe. Ja. Weil im selben Video habe ich gerade einen Spirit Sheet gekriegt, den ich dann gebraucht hätte oder hätte nutzen können direkt. Nein, ich verkaufe natürlich alles. War scheiße von mir in dem Moment. Aber wie sagt man immer so schön, das merkt man halt erst hinterher, dass man riesengroße Scheiße gebaut hat. Man weiß immer erst, was man gehabt hat, wenn man es weggeworfen, verkauft, verloren, wie auch immer hat. Das ist halt tatsächlich so. Ich kann dem nur beipflichten. Hätte ich dran gedacht und hätte das Video noch verwenden können, hätte ich halt geschrieben, direkt in dem Satz, es ist zurückgekommen und hat mich in den Arsch gebissen. Aber ja. Ich wollte schon sagen, hier müsste eigentlich auch einer auftauchen. Ich hatte jetzt gehofft, dass er da oben auftauchte. Das weiß ich nämlich nicht mehr, wo genau, aber naja. Ja, nichtsdestotrotz, hier haben wir halt auch so einen netten kleinen Gegner. Und auch der wird malträtiert. Den müssen wir malträtieren, weil das Tor sonst zu bleibt. Aber so ist das halt manchmal. Da er sich jetzt nicht richtig stunlocken wollte, habe ich es jetzt so gemacht. Das Team, was ich wahrscheinlich gleich zum Kampf nutzen werde, besteht tatsächlich erstmal aus denen hier. Problem in Anführungszeichen ist jetzt natürlich, dass der Mesosaurus gerade erstmal wieder Level 3 hat gerade. Ja. Aber ihr werdet sehen. Irgendwie wird das schon. Das ist natürlich immer so eine super tolle Aussage von mir. Aber, ja. Irgendwie wird das schon. Nein. Für diejenigen, die es natürlich auch interessiert, warum nimmst du so wenig auf in letzter Zeit? Das hat so seine Gründe. Ich erwähne es hier, ich sollte echt mal ein Infovideo machen. Nicht jeder ist auf Facebook etc. Ich weiß, aber irgendwie denke ich immer, jeder ist auf Facebook, jeder muss das mitkriegen. Nein, nein. Tun sie nicht. Ich sag mal so, ich habe eine Aufnehmblockade in Anführungszeichen, wenn meine Freundin hier ist. Und da wir zusammenleben, ist das nun mal so ein Ding, ne? Ja, da kommt das hin und wieder mal vor, dass wir auch zusammen in einer Wohnung sitzen. Ja, das Problem ist halt, hier auch wieder, es ist eine kleine Falle, ihr könnt die beiden im Prinzip öffnen, wenn ihr möchtet. Sobald ihr die hier öffnet, zack, alles zu. Und diese Kämpfe, die hier rauskommen, die tun echt weh. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also ja, die tun echt weh, diese Kämpfe. Oder besonders halt die hier. Deswegen würde ich euch empfehlen... Eigentlich würde ich euch tatsächlich empfehlen, ignoriert diese Schatztruhe, weil im Prinzip ist da nichts super Tolles drin. Aber natürlich, man kann auch sagen, gibt gut Blut. Ist auch nicht verkehrt. Ist tatsächlich richtig, gibt gut Blut. Problem ist halt nur, dass da immer mehr Form rauskommt. Dann macht man die eine gerade platt, da kommt aus dem Ding noch mehr. Weiß ich nicht, ob ich das so toll finden soll. Aber so ist das halt. Ja, ich habe da so eine kleine Aufnehmblockade. Nicht, weil ich es nicht könnte, aber ich... kann mich jetzt wieder doof halten. Tatsächlich. Aber es ist nicht ihr Hobby. Und ich fühle mich tatsächlich schlecht, wenn ich sage, ey, geh mal rüber ins andere Zimmer, weil ich hier aufnehmen will. Oder stopf dir was in die Ohren, damit du mich nicht hörst oder so, damit ich dir nicht auf den Sack gehe, weil es macht dir halt keinen Spaß. Und sie hält mich meistens zu dämlich oder beschränkt oder wie auch immer. Denn meine... Ich nenne es jetzt trotzdem mal Witche. Sind jetzt nicht so ihr Metier. Ja. Da ist dann eben das Problem für mich. Meistens werde ich dann halt nicht aufnehmen, wenn sie da ist. Und dadurch, dass wir beide durch unsere Ausbildung Schichtsystem haben meistens. Meistens, wohlgemerkt nicht immer. Habe ich dann in Anführungszeichen keine Zeit, um aufzunehmen. Ich versuche immer aufzunehmen, wenn sie nicht da ist. Und dann kommt es halt mal gerne vor, dass sie da ist. Und dann nehme ich eben nichts auf. Ja.
soweit halt das Problem. So, nachdem wir alle besiegt haben, ein paar Schatztruhen. Ich sag ja meiner Meinung nach nichts Atemberaubendes dabei, aber für diejenigen, die es mögen halt, ne? Lustigerweise, ich dachte, ich glaube, hier gab es eine Cutscene. Ah, das Ding reagiert, das Ding ist voll in der Nähe, bla bla. Hier können wir ja reingehen, um in diese komische Galerie zu kommen. Hier ist zwar nichts, aber man kann sich dieses Atelier angucken. Das ist okay. Aber, sobald wir durch die Tür hier oben gehen, kommen wir nicht mehr raus. Ich dachte, ah nein, jetzt habe ich das verpasst, dieses super Bosskampfding. Ah nein, oh nein. In dem Sinne halt, keine Sorge, das ist der richtige Weg. Aber das ist jetzt auch verständlich. Wie gesagt, ich habe ja eigentlich vorgehabt, natürlich alles so gut es geht blind zu halten, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das Programm so einen Schwachsinn macht. Dazu sei zu meiner Verteidigung gesagt, das Ding ist halt, oder hat sich genau gestern, ja, heute ist der 2., gestern am 1. Dezember hat sich das geupdatet. Ob es daran liegt, weiß ich nicht, kann aber gut sein, weil ich direkt nach dem Update aufgenommen habe. Vielleicht hätte ich nochmal irgendwas ausstöpseln müssen, nochmal gucken, ob alle Einstellungen stimmen. Eigentlich, nach den Einstellungen habe ich soweit geguckt eigentlich, aber naja gut. Hab jetzt auch nichts großartig anders gemacht. Scheinbar wäre halt ein Neustart oder so mal ganz angebracht gewesen. Naja. Ich find's auch mal wieder lustig, aber das ist jetzt, ja, eigentlich ist es Kritik, ist ja egal. Laut der View-Anzeige gucken sich 10 Leute das an und nur einer, Lord Weißbrot, hat dann erstmal in dem Moment Eier in der Hose gehabt, zu sagen, ja, hör mal, so nicht, Junge, ne? So nicht. Nein, nein, wortwörtlich hat er gesagt, dass es ein bisschen komisch ist und der Ton abschneidet, etc. Hatte ich halt Zeit zu gucken und hab dann dementsprechend reagiert, indem ich es halt runtergenommen habe. Deswegen auch diese Erklärung, es kommt noch, aber war halt ein bisschen blöde für mich. So. Ich glaube, wir sehen halt jetzt nur leider nicht die Cutscene, deswegen hier mal in Anführungszeichen, was geht ab? Wir kamen hier runter und dieser Drache war da. Der Drache wird aber entfernt von einem... Entfernt, nicht im Sinne von getötet, sondern... aller, mach mal Platz da. Von einem Reinblutdämon. Dieser Reinblutdämon nennt sich Mistral. Und sieht folgendermaßen aus. Ja. Mistral hält uns für ein Schoßhündchen der Kurie und meint, wenn wir kämpfen wollen, ist das, sei das okay, aber sie wird sich halt nicht zurückhalten. Das stimmt auch insofern. Unsere erste Aufgabe ist dann tatsächlich auch, diese blöden Kugeln hier kaputt zu machen, denn aus diesen Kugeln spawnen immer neue Bestien. Wenn in der Zeit eure Viecher irgendwas versuchen platt zu machen, ist das in Ordnung. Ich würde halt sagen, ist jetzt nicht so wichtig, aber das machen sie halt gerne. So, des Weiteren müsst ihr dann darauf achten, diese Schüsse, ich meine, ihr könnt den nicht wirklich gut ausweichen. Diesen Schüssen solltet ihr halt per Blocken entgegenwirken. Und dann halt immer weiter auf diese blöden Eier. Oder Krügel oder wie man es nennen möchte. Ich weiß nicht, ob diese... Ich habe mal tatsächlich gelesen, diese Dinger wären Instant-Kill. Ich glaube nicht, dass sie Instant-Kill sind. Das Problem ist vielmehr, wenn ihr euch genau da reinstellt, während die Dinger abgeschossen werden von ihr, dann werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit jedes einzelne Teil abkriegen und damit einen Instant-Kill entgegensehen. Das ist auch schon nicht so gut, aber naja. So, zweites Ziel auf der Agenda ist jetzt tatsächlich erstmal die kleinen Viecher platt zu machen. Und vielleicht zu blocken. Blocken wäre gut. Blocken ist der L1-Knopf. Stinkt normal. So, jetzt haben wir alle Pötte kaputt. Jetzt können wir kämpfen gehen. In erster Linie bin ich schon mal begeistert, dass Thanatos überhaupt überlebt hat. Thanatos? Ich werde jetzt mal einfach das Schwert von Jord ausprobieren, aber... Sie hat mehrere Angriffsmöglichkeiten. Das hier ist noch die normalste, eine ganz normale, schöne
einfach auszuwertende Attacke, sag ich mal. So, das ist der Grund, warum ich sie für ätzend ohne Ende halte. Dieses grüne Feld, was glaube ich jetzt tatsächlich auch noch darunter liegt, gilt als Giftfeld. Und das Problem dabei ist, dass unsere... Also A, unsere Tierchen sind dagegen nicht immun. Und B, wenn ihr nicht dagegen immun seid, kriegt ihr auch volle Kanne auf die Fresse. Also, ist halt mitunter der größte Scheiß, den sie abziehen kann. Abgesehen davon ist es halt nur ein Eisfeld und ihr müsst gucken, dass ihr hier einigermaßen zurechtkommt. Aber ja, es ist halt alles zusammen. Und das macht die ganze Chose nicht ganz so angenehm. In Dämonenform haben wir eine schöne Reichweite, deswegen kann ich diesen Angriff fast von überall ausführen. Und sobald alles weg ist, kommt es halt immer darauf an, was sie macht. So, das ist ein Charmfeld, auch hier wieder. Würde ich tatsächlich abraten, eure Dämonen zu beschwören. Ich sollte anfangen, vernünftig auszuweichen. So. Das Schöne ist ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein Charmfeld. Das ist, Charme ist kein Problem als solches. Das ist eigentlich auch kein Problem. Das ist ein sehr, sehr schöner Eisangriff, allerdings einfach auszuweichen. Weil es eben nur dieses Feld hier betrifft. Ihr könnt in der Zeit zum Beispiel auf die Pfeile wechseln, aber ich mache damit immer noch nur einen Schadenspunkt. Also Fernkampf finde ich halt ziemlich blöde. Ansonsten... Ja, das kann sie machen, so ein Schweifdreher. Aber das ist halt alles... Im Großen und Ganzen ist Mistral halt eigentlich so eine Sache des Ausweichens. Kommt nicht in solche Attacken rein und gut ist. Ich weiß gar nicht, das macht jetzt 71. Wie viel macht so ein... Ja. Ich bin durch die ganzen komischen Quests natürlich jetzt mit dem Hammer deutlich besser dabei, als ich es jemals gewesen bin mit dem Schwert gerade, aber... Da steht ja auch irgendwas von Level-Ups bei dem Schwert, ne? Also mal gucken. Ja, durch den Vlad-Kack, sag ich jetzt mal, kriegen wir tatsächlich auch SP für unsere Angriffe zurück. Das ist super cool. Ansonsten ist Mistral tatsächlich eigentlich relativ einfach. Aber man musste erstmal sich wirklich darauf vorbereiten. Das ist der erste Bosskampf, auf den ich meiner Meinung nach... Ne, es ist tatsächlich der erste Bosskampf, bei dem ich sagen würde, ihr müsst euch vorbereiten, sonst wird das nichts. Der Angriff ist auch recht interessant. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, kann das gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob es ein Instant-Kill wird, aber ich würde halt sagen... Lieber nicht mal in die Nähe kommen, als von dem Mist da getroffen zu werden. Ich weiß übrigens nicht, ab wann sie die Felder hier ändert, weil sie ist jetzt schon relativ lange mit dem Charmfeld dabei. Aber so. Man kann halt versuchen, noch was rauszuholen. Aber das Problem ist eben, wie ich schon angesprochen hatte, sie werden das nicht überleben, großartig. Ich bin halt jetzt unempfindlich gegen Gift etc. Aber das heißt halt im großen Lauf der Dinge nichts unbedingt. Wir können halt versuchen, einen Angriff mit denen rauszuholen und das war's dann meistens. Jetzt lasse ich mich jetzt gefährlich juggeln. Das wird mich umbringen. Verdammt! Aber ihr seht, woran, was das Problem ist. Damit hat sie mich beim letzten Mal dann auch dran gekriegt, weil dieses Giftding plus die kleinen Monster, da wird's langsam kritisch.
Aber das ist der Weg zu Mistral und beim nächsten Mal werden wir hoffentlich Mistral dann auch besiegen können. Ich hoffe, ihr schaltet morgen auch wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Hallo und herzlich willkommen zum Outro von Knights of Azure. Dieses Spiel wurde mir gespendet von Snowvillier. Ich danke ganz herzlich für diese Chance, das Spiel mal auszutesten. Es erinnert sehr stark an Chaos Legion, deswegen unten in der Beschreibung habt ihr den Link zu diesem Projekt. Wenn das nächste Video schon draußen ist, dann klickt auf Next. Ansonsten kommentiert es, lasst ein Like da oder abonniert meinen Channel, um kein Update mehr zu verpassen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.